Das Sauerland, eine beschauliche Umgebung, in der jeder seine Ruhe hat. Damit ist es jetzt vorbei. Der Zirkus kommt. Bestellt hat ihn keiner, aber wir liefern prompt. Ein paar kleine Aufbauarbeiten, ein paar Gartenarbeiten und schon kann's losgehen. Heute Morgen war das hier noch ein ganz normaler Bauernhof, bis die Comedy-Falle Einzug gehalten hat. Denn jetzt ist es das Sommerlager vom Zirkus Caselli. Die Einzige, die das noch nicht weiß, denn wir haben sie vorher nicht gefragt, das ist Regina. Johnny, wir müssen. Ah. Es geht los. Oh. Johnny? Toi, toi, toi. Johnny Caselli. Hallo, Nira. Action. Regina kommt nach Hause. Sieht hier doch eigentlich aus wie immer, nur halt mit einem Zirkus halt. Hallo Regina. Chef. Chef hinten, Chef. Oh, Madame, bonjour. Hallo. Ich glaub nicht. Glaub nicht. Oh, ein bisschen aufpassen, manchmal bei. Wir haben keinen Unfall oder so, dass Sie hier halten. Entschuldigung? Sagt, da haben Sie einen Unfall gehabt oder so, dass Sie hier halten? Nein, ihr bleibt den ganzen Sommer, Sommerlager. Wir bleiben, wieso Unfall? Wir bleiben hier, das ist eingerichtet, ein bisschen Sommerurlaub. Sommerlager? Hey, Madame, wo seid ihr? Wie sind Sie? Ja, ich wohne hier. Wir sind gekommen heute Morgen, haben geklingelt, aber war niemand da. Wir haben gedacht, wunderschöner Platz, machen wir ein bisschen Sommerpause. Machen wir ein bisschen Sommerpause. Ich glaube. Ach, in Command Set, Tierschutz. Schönen guten Tag. Ja, hi. Gehört Ihnen der Hof? Ja, sicher gehört uns der Hof. Ja, Joachim Hoffmann mein Name. Ich komme aus Werl vom Tierschutzbund. Ja. Ich habe einen anonymen Hinweis bekommen, dass hier Zirkustiere wären. Und das ist ja wohl strikt verboten, die hier lagern zu lassen. Ist aber nur heute. Seit wann steht er denn hier? Seit heute. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich bin heute erst gekommen. Ja, weil das geht nicht. Das ist Tierquälerei. Gucken Sie sich das doch mal an. Also Tierquälerei ist ja nun mal nicht. Die haben Futter, sind angebunden. Also in Barbe war letztes Jahr das Problem, der konnte seinen Hof verkaufen. So eine Strafe hat er gekriegt. Ich bin gerade vor 10 Minuten gekommen und sehe das Gleiche wie Sie. Ach, erzählen Sie nichts. Und wie lange bleiben die? Wie lange wollen die denn bleiben? Ja, das fragen Sie mal. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ja, das. Der kommt, kommt. Ich weiß auch nicht, warum die da ein Loch buddeln. Warum buddeln Sie dieses Loch? Ja, weil wir dich ärgern wollen. Hallo. Ich könnte Motten kriegen. Warum buddeln Sie dieses Loch? Oh, wir kriegen. Noch mehr Tiere. Wir kriegen. Plus Tiere. Da steht ein Kamel in der Scheune. Das ist, ja, das ist ja jetzt noch die absolute Tiere. Das ist ja ein Blitzmerker. Also das geht nicht. Ich meine, aussehen tut schön, wenn so ein Kamel mal in der Scheune steht, Wolf, für so einen Tag. Aha. Das kann ich ja nicht anders sagen, aber für immer wollte ich es auch nicht haben. Nee, das, also irgendwas ist das hier nicht so richtig. Nach. Nein, wir können doch nicht hier bleiben. Ist doch wohl logisch. Ist doch kein Platz. Wieso sollen Sie das? Ralf, sag mal, die sollen mal die Schaukel da wegräumen, die stört. Das hier weg. Ganz weg. Das kann ich das nicht sehen. Lassen Sie nur die Schaukel stehen. Ich sehe, wir müssen gerade hinaus, müssen Sachen wegbringen. Dieses Ding hier. Frag mal, ob sie eine Eisensäge hat. Vielleicht eine Eisensäge. Kraft. Nichts da. Da wenig Kraft. No? Ein paar drauf vor. Das ist eine Drohung. Toni, ärgere Sie mal ein bisschen mit dem Wedel. Okay. Staub Sie mal ab ein bisschen am Ohr. Das Wedel ja mir auch noch im Kopf rum. Ich habe keine Läuse. Ich habe ihn frisch geduscht. Hoffentlich ist der Pedel sauber. Ich habe ja schon viel erlebt, aber dieses Jahr habe ich doch noch nie erlebt. Ich habe mich ja erst gefreut, als ich sie gesehen habe, wohl, aber jetzt so langsam. Können wir bei Ihnen im Haus wohnen und schlafen? Ansonsten, wir können zu Ihnen ins Haus schlafen. Nee, deiner Scheune. Magdalene, du glaubst es nicht, bei uns steht ein Zirkus auf dem Hof. Die hauen mir die Schaukel da raus. Stehen, nein, das bleibt da. Nix da. Ich muss. Nix da. Madame, nach Sommer machen wir wieder rein, dann machen wir zurück. Nichts da. Nee, muss. Nichts da. Ich habe manchmal das Gefühl, Regina liebt ihre Schaukel mehr als alles andere. Dabei kann man doch nicht nur schön schaukeln, sondern auch ein bisschen Karussell spielen. Hm.
Sie hatten ein Taxi bestellt? Oh, wohl doch nicht. Aber. Hallo, Madame, das ist ein bisschen viel. Das war ja mal von einem Moment auf den anderen, oder? Ja? Eben noch gelacht und dann mal ganz kurz ernst geworden. Nö. Dann können wir nicht machen. Das ist zu viel. Mit, das war übertrieben. Die Schaukel bleibt hier. Geht mal ins Haus und holt mal den Tisch aus der Küche. Antonio Ali, geht in die Küche, hol den Tisch aus der Küche. Doch. Doch. Wir stürmen das Haus und mal sehen, ob Regina dann immer noch lacht. Zack, da kommt keiner mehr rein. Ja, da muss ich ja. Ja, das denkst du, aber dein Mann hat uns den Schlüssel gegeben. Nee, das muss einer von Ihnen aufgemacht haben. Regina lacht. Den ganzen Tag. Können wir gucken, Kühlschrank. Hallo? Ali, was Sie machen mit unserem hübschen jungen Mann, Madame? So, die Jungs, räumen jetzt mal das Sofa raus. Das Sofa nicht. Nee, nichts da. Tragt sie raus. Dann können Sie ja mal selber mit draußen. Da bringen Sie es schon raus. Ja, wir bringen die Möbel mal zum Lüften nach draußen. Wo ist das Sofa denn jetzt? Aufhören. Das gibt's gar nicht. Bring mal das Lama mit in die Küche. Möbel raus, Lamas rein, genau so läuft das bei uns. Das finde ich nicht mehr lustig. In den Himmel. Zwei Lamas sind schon in der Küche und Regina lacht immer noch. Bringt das Kamel ins Haus. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonne. Nee, machen Sie auch noch da rein. Ja, Regina, ich glaube, spätestens wenn wir das Kamel in deiner Küche haben, dann ist vorbei mit der Ruhe. Das Kamel, nee. Das passt nicht. Also welche Frau, Hausfrau, lässt Lamas in die Küche? Also das ist doch abgekatert, Frau Formig. Erzählen Sie mir doch nichts. Und das alles von Fremden. Und dann von Wildfremden noch. Ich bleib so lange hier. Meine Kollegen kommen gleich. Die werden wahrscheinlich die Polizei noch mitbringen. Lassen Sie kommen. Ich lasse jetzt alles geschehen. So, ich werde mich jetzt auch mal meine Maske schmeißen. Denn ich bin ja heute noch der Bauer August Lustig. Und ich muss ja noch ein Raubtier hier abliefern und den Traktor holen. Überraschungstier kommt. Frau Formig, was ist denn jetzt noch los? Ja, sehen Sie doch. Sie sollen jetzt aufhören. Was bringen Sie denn da? Hallo? Wo ist denn der Herr Casselli? Ja, das bin ich. Was bringen Sie denn da? Simor. Ich bringe das Tier und Sie wissen ja, das Tauschgeschäft. Was für ein Tauschgeschäft? Gottes Willen! Ja, das machen Sie mal schnell wieder zu. Gehen Sie. Raus damit und dann, ich krieg den Traktor. Deswegen müssen Sie, sollten Sie auch Moment wollen haben. Das ist der Schlüssel. Schlüssel. Vielen Dank. Schlüssel, was Traktor? Haben wir gemacht Geschäfte, Tauschgeschäfte. Was Geschäft? Haben wir gemacht mit kleine Annabelle. Was? Krokodil gegen Trecker? Nein, das gibt's nicht. Bleiben Sie wir hier. Tauschen. Ja, aber ich habe den Traktor noch getauscht, den Traktor. Nein! Merci. Dem gehört ihm da nicht, der Trecker. Ja, der Trecker bleibt hier stehen, habe ich meinen Mann zum Geburtstag geschenkt. Al Machen, super, läuft, funktioniert. Machen wir super. Reprenez la dame. Vorsicht. Fertig. Nein, Sie können nicht einfach ein Geschäft machen. Das ist mal unser Trecker. Warum Sie stören Tauschgeschäfte? Haben wegen Tauschgetauscht. Aber ich habe den Alligator gebracht und dafür kriege ich jetzt den Traktor. Ja, den können Sie gerne wieder mitnehmen, den Alligator. Den kann ich Alligator ist ganz wichtig für Zirkus. Ich habe Ihnen gemacht. Ich habe ein Geschäft mit Herrn Cavelli gemacht. Dem gehört ihm da Casselli. Trecker. Mal einen Vorschlag. Sie kriegen Ihren Traktor wieder. Ja? Dafür müssen Sie aber auch noch, wenn Sie den wieder nehmen, müssen Sie meinen Hut dazu nehmen? Mhm. Ihren Hut. Ja. Müssen Sie meinen Bart dazu nehmen? Und Sie müssen meine Perücke dazu nehmen. Dann dürfen Sie den Traktor behalten. Ja, Dankeschön. Und ich sage herzlich willkommen in der Comedy-Falle. Da meine. Und da oben ist eine.
Ja.